Hallo ihr Lieben, einen schönen Tag wünsche ich euch. Ich muss kurz was loswerden. Ihr wisst ja, ich bin ein totaler Freak, was Tiere angeht. Also ich finde einfach, und ich weiß, dass viele Menschen da anderer Meinung sind und die Meinung akzeptiere und respektiere ich auch, aber ich bin der Meinung, dass wir nicht das Recht haben, Tiere auszubeuten, dass wir nicht das Recht haben, uns über die Tiere zu legen oder zu stellen, besser gesagt. Und wir nehmen uns einfach viel zu viele Rechte. Das Essen ist das eine Ding, aber die Perversität geht einfach noch viel weiter. Unter anderem finde ich Stierkämpfe abscheulich, Zoobesuche, Zirkusbesuche. Ich muss noch dazu sagen, dass ich selber auch erst seit ein paar Jahren kein Zoo und kein, also Zirkus eigentlich schon seit mehreren Jahren, aber ich war zum Beispiel mit der Lia einmal in der Wilhelma und ich frage mich jetzt, warum ich das gemacht habe, weil den Tieren geht es dort nicht gut, die sind einfach eingesperrt in irgendwelchen Käfigen. Ganz ehrlich, dann schaue ich eine Dokumentation an und fertig. Was ich gerade gesehen habe, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, ist, dass der erste Torero live im TV von einem Stier durchbohrt worden ist. Jetzt gehen hier überall irgendwelche Schlagzeilen, irgendwie wird alles rumverbreitet. Wie schlimm es doch ist, dass dieser Mensch nach zweimal jetzt beim dritten Mal dann auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben ist. Tut mir leid für seinen Tod, aber ganz ehrlich, selber schuld. Wie viele Stiere sterben bei irgendwelchen bescheuerten Stierkämpfen, da trauert irgendwie kein Mensch hinterher. Ja, also das ist so total lächerlich wieder, meiner Meinung nach. Ich habe mir diesen Beitrag jetzt angeschaut und durchgelesen und ja, natürlich tut es mir leid für die Familienangehörige, wenn man jemanden verliert, ist es nie schön. Aber auf der anderen Seite, wie viele Stiere hat er getötet? So. Mir ist gerade, als ich das Video angeschaut habe, wieder, ich blende es euch einfach wieder hier ein. Als ich das Video angeschaut habe, dachte ich mir einfach nur so, wow. Dieser Stier steht da und hat diese Stäbe im Rücken. Ja, die nehmen wir wahrscheinlich nicht mal mehr wahr, ja, weil es ja normal ist, dass die Stiere mit irgendwelchen Schwertern oder was auch immer das für spitze Dinger sind, da im Rücken rumrennen und verbluten, Schmerzen haben, aggressiv werden, Angst verspüren und uns Menschen ist es sowas von egal. Was gezeigt wird, wird einfach nur, wie der Typ auf dem Boden fliegt und auf dem Weg ins Krankenhaus dann gestorben ist. Der Stier ist ja jetzt mit Sicherheit auch tot, ne? Der wird jetzt auch nicht mehr leben und würdet ihr Vollidioten nicht solche Kämpfe überhaupt stattfinden lassen, dann würde auch keiner sterben, nicht schon mal so sinnlos wie da, ja, kein Vollidiotenmensch würde irgendwie Geld für so eine Kacke zahlen müssen. Mir platzt schon wieder der Kopf, wenn ich sowas sehe, da werde ich wirklich unmenschlich, ja, also ich finde die Sache total unmenschlich. Ich finde es nicht in Ordnung und würde die Menschheit sowas Dummes nicht unterstützen, dann würde es ja auch kein Torero oder Ferrero, wie diese Toreros heißen, würden dann auch nicht sterben, ja, ganz einfach. Ich rede sehr oft mit ein bisschen Ironie, aber einfach nur, weil ich mich echt zurückhalten muss und mich zusammenreißen muss, dass ich nicht hier anfange, irgendwie beleidigend zu werden. Für was überhaupt Stierkämpfe? Für was? Ja? Und wieso in Frankreich? Ja, das geht, da geht es gerade weiter. Naja, auf jeden Fall wollte ich das hier kurz loswerden, weil ich finde, es ist sinnlos, jetzt hier so einen riesen Aufschrei zu machen, wenn irgendwie ständig Menschen das Recht nehmen, sich die Tiere so hinzubiegen, wie sie möchten. Jetzt ist irgendwie nichts wichtiger als das, ne? Also total sinnlos. So, das wollte ich nur mal kurz sagen, weil mich das schon wieder total ankotzt, dass die Menschheit jetzt da sitzt und wahrscheinlich dem Stier noch die Schuld gibt. So, oh, böser Stier, ja, was hast du da getan? Du hast einen Menschen getötet. Ja, aber was macht denn ihr mit den Tieren, mal ganz im Ernst? Ihr macht die verrückt, ihr zieht sie groß, um die dann da reinzustecken. Die haben Angst ohne Ende, da brüllen irgendwelche Vollidioten rum. Ja, diese ganzen Zuschauer, genauso gestört wie dieser Torero, der da in der Mitte rumhüpft. Kann man da drauf stolz sein? Braucht man das heutzutage noch? Ja, keine Ahnung, ich höre einfach auf zu reden, weil mich macht das schon wieder richtig kirre. Ja, was haltet ihr von Stierkämpfen? Findet ihr das toll? Findet ihr das gerechtfertigt? Was haltet ihr von Zoos, Zirkus und was auch immer für komische Quälereien es hier gibt. Findet ihr das toll? Wenn ihr das nicht toll findet, dann geht bitte da auch nicht hin. Also, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und munter und positiv und unterstützt bitte nicht so eine Scheiße.